Herzlich willkommen zu Episode 52. Bevor wir aber ins Thema Marokko wieder einsteigen, zeige ich euch kurz hier unseren Weg nach Agadir. In Episode 51 haben wir euch von Arganbäumen, von Safran, der unglaublichen Todra-Schlucht, von beeindruckenden Fossilfunden und den großen Sanddünen berichtet. Heute geht es weiter zurück in Richtung Agadir. Die Nacht in dem komfortablen Wüstenzelt war trotz der Hitze sehr angenehm und erholsam, sodass wir uns nach deinem Frühstück schon auf die Weiterfahrt mit Adi freuen. Schaut man sich einmal die Gegend aus dem Weltraum an, kann man genau die Zonen der Sandwüsten erkennen. So versteht man, dass es sich hier tatsächlich um zusammengewehten Sand handelt, der in den umliegenden Stein- und Geröllwüsten durch Erosion entstanden ist. Faszinierend, nicht wahr? Am dritten Tag unserer Reise haben wir nicht so viele Kilometer vor uns. Es geht entspannt durch die typische Wüstenlandschaft mit sehr eindrucksvollen Ausblicken auf die gigantischen Felsformationen. Adi zeigt uns die Mudar-Pflanze oder auch Fettbaumblatt. Er trägt die sogenannten Sodom-Äpfel. Ja, oh yeah. Ja. Nicht essen. Ja, nicht essen, nicht anfassen, weil es giftig. Mhm. Aber wie diese, vom aus wie Avocat, wir benutzen als Kräuter Naturmedizin. In den Kaspars scheint die Zeit stillzustehen. So stellen wir uns das Leben von vor einigen Jahrhunderten vor. Wären da nicht die Satellitenschüsseln und die Handymasten auf den Dächern neben den Solarpanelen? Sagura. Sagura. Ja, Sagura, genau. Das ist eine Provinz. Ja. Aber Umgebung ist und, sehr groß. Ja, und die Stadt heißt aber auch Sagura. Sagura. Arkaden. Ja, Arkaden, das ist alt. Ja, schön. Ja, das ist alt. Das heißt, Sagura war so. Das heißt, das Herz von Sagura. Sukhan. Ich möchte an dieser Stelle einmal Adi ein Kompliment machen, denn er hat es verstanden, nicht nur die Reiseroute exzellent nach unseren Vorstellungen zu gestalten, sondern auch die Unterkünfte abwechslungsreich ausgesucht. Diese dritte Nacht verbringen wir in einer kleinen Hotelanlage. Hier ist es uns auch wichtig, dass es sich um ein marokkanisches, inhabergeführtes Familienunternehmen handelt. Eingangstür.
Hier im Atlasgebirge gibt es Nomaden, die mit ihren Ziegen- oder Kamelherden an wechselnden Orten ihre spartanischen Lager so lange aufschlagen, wie die Natur ihren Tieren Weidemöglichkeiten bieten. Wir fragen uns, wie genügsam diese Tiere sein müssen, um hier mehr oder weniger auf sich selbst gestellt überleben zu können. Die 4 Tage, an denen uns Adi sein Marokko gezeigt hat, vergehen wie im Fluge. Und ehe wir uns versehen, sind wir auch schon wieder in Agadir zurück. Gemeinsam kaufen wir noch einige Melonen. Erfüllt von so vielen unterschiedlichen Eindrücken, verabschieden wir uns von unserem großartigen Reiseleiter mit dem Gedanken, bestimmt irgendwann wiederzukommen. Heute wird gewaschen. Schau mal, Wolfgang, hinter dir sind noch die Melonen. Große Teile. Irgendwie das Stück, 1,50 oder so, das Stück. Und beste Wahl. Jawohl. Uns beeindrucken aber besonders die Menschen hier in Marokko. Ihre Toleranz und Offenheit, mit der unglaublichen Gastfreundschaft gepaart, tut der Seele gut. Nach gut einem Monat Aufenthalt in der Marina Agadir wird es für uns jetzt aber Zeit, nach Arrecife zurückzusegeln. Guten Morgen. Es ist der 7. Juli und Nebel. Der Berg hier hinten, wie ihr seht, ist völlig in Wolken eingehüllt. Wenig Wind. Ich denke, morgen früh um die Zeit sind wir schon ein ganzes Stück weg und wollen mal sehen, wie die Fahrt nach Arrecife wird. Die Wettervorhersage sagt uns für die nächsten Tage Wind aus Nordwest bis maximal 20 Knoten voraus. Im Golf von Agadir, das wissen wir bereits durch unsere eigenen Beobachtungen in den letzten Wochen, ist häufig wenig Wind mit niedrig liegenden Wolken und dichtem Nebel anzutreffen. Hat man erst einmal ca. 10 Meilen Abstand vom Festland, kommt normalerweise ordentlich Wind, der einen nach Lanzarote schiebt. Soweit die Theorie nach den Wettermodellen. Da wir schon so einiges an Überraschungen erlebt haben, sind wir etwas skeptisch bei zu euphorischen Prognosen. Freitagmorgen um 7 Uhr, Agadir, null Wind. Agadir Lanzarote, das sind ca. 230 Seemeilen. Es ist Freitag, der 8.7.22. Um 8 Uhr ausklarieren. Die Polizei, der Zoll kommen an Bord, gehen kurz durchs Schiff. Um 8.20 Uhr haben wir alles erledigt und die Stempel im Pass. Leinen los. Kurz nach Verlassen der Marina kommt uns ein Tanker in die Quere. Wir schlagen einen Haken. Der Klügere gibt eben nach. Erst gegen 14.30 Uhr kommt etwas Wind auf. Die Sonne kommt aber nicht durch. Wir hadern mit der Wettervorhersage. Versprach er doch nach 2 bis 3 Stunden Motor gute Bedingungen.
Nun sind wir schon fast 9 Stunden mit Maschinenunterstützung unterwegs. Nervig. Ich dachte, Segeln wäre anders. Wir haben seit einer Viertelstunde hier den Wind auch ein ganz kleines bisschen bekommen. Wir sind nur 8 Knoten. Das ist für uns natürlich viel zu wenig. Aber der kommt jetzt wenigstens auf 60 Grad von Steuerbord. Wir haben Vollzeug. Die Maschine konnten wir deswegen auch runterdrehen auf 1200, 1300 Umdrehungen und laufen damit noch 6,2 Knoten. Das ist an sich ganz zufriedenstellend. Mittlerweile 6:30 abends und der Wind hat auf 120 Grad etwa gedreht, wie wir es vorher gesagt haben. Er ist allerdings zeitweise auf 18 Knoten hochgegangen, das war sehr schön. Jetzt ist er wieder runter auf 11, 12 Knoten. Aber so gehen wir jetzt in die Nacht. Wir haben das Segel für die Nacht etwas kleiner gemacht und wir laufen jetzt um die 5 Knoten. Und werden hoffentlich eine ruhige Nacht haben. Ganz komische Sonne. Am Abend beginnt der Plotter wieder anzuflackern und ich beschließe, ihn vorsichtshalber auszuschalten. Unsere iPads laufen mit AIS über WLAN und geben uns Sicherheit. Nur auf unser Radar müssen wir heute Nacht verzichten. Unsere Navigationselektronik kommt zweifelsohne in ihre Jahre. Freimarinen E120 von 2007, da muss wohl oder übel irgendwann etwas Neues her. Ganz unspektakulär. Es ist Mitternacht. Wir haben gerade ein herrliches Süppchen gegessen. Wir haben immer so zwischen 10 und 15 Knoten Wind. Wir laufen dabei zwischen 4,5 und 5,5 Knoten. Wir haben das Großsegel nicht ganz raus, deswegen sind wir etwas langsamer, haben wir aber in der Nacht oft. Es ist einfach eine Sicherheit und dann segelt man bequem. Der Wind kommt so aus 120 Grad. Auch gut, die Welle ist nicht allzu hoch und seitdem geht es uns sehr gut. Je mehr wir uns Lanzarote nähern, desto stärker wird der Wind. Leider immer mehr linksdrehend, sodass wir extrem hoch ran müssen. Es ist holprig bei 25 Knoten Wind und 45 Grad Einfallswinkel. Aber der Speed stimmt, mit zeitweise über 8 Knoten. Na, sag was. Das war das letzte von mir dort fließen. Ja. In einer Stunde sind wir da. Hoffentlich. Wir haben momentan so zwischen 20 und 27 Knoten Wind. Im Hintergrund kann man schon die Berge sehen. Es knallt wie Dolle. Wenn man jetzt hier hinten rausguckt, sieht es gar nicht so wild aus. Das reicht uns. Kurz vor 20 Uhr erreichen wir glücklich Lanzarote. Wir sind enttäuscht von der Überfahrt. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt. Marina Lanzarote, Marina Lanzarote, this is Mola Mola, over. Good evening, people. We will come to Pantelan Golf 23. Stand by on Channel 9. So endet unsere Saison 2022 nach zurückgelegten 987 Seemeilen wieder in Lanzarote.
Für uns ist es mittlerweile schon ein wie nach Hause kommen. Unser Resümee? Viele unvergessliche Erlebnisse auf See. Jagende Delfine. Wale. Der unberechenbare Atlantik. An Land waren die Wanderungen auf Madeira, die berühmten Levadas oder die hochalpine Landschaft mit der gigantisch erscheinenden Flora unvergesslich. Die Entscheidung, diese Saison nicht auf die Azoren zu segeln, sondern in Marokko einen uns völlig neuen, fremden Kulturkreis kennenzulernen, bereuen wir keine Sekunde. Bei aller Begeisterung für die unglaublichen Naturerlebnisse bleibt uns aber eins in absoluten Vordergrund. Und das sind die Menschen. Wenn ich daran denke, dass wir diese herzlichen Begegnungen sowohl unter Seglern als auch unter den Einheimischen ohne diese Reise nie gehabt hätten, es würde etwas fehlen. So bleibt uns nur, euch allen zu danken, dass ihr uns wieder begleitet habt. Empfehlt uns weiter und gebt uns einen Daumen hoch oder auch ein Abonnement. Bleibt gesund. In diesem Sinne, eure Mola Molas. So, die Logge läuft auch wieder. Man sieht's hier. Aber dafür hat's angefangen zu regnen. Es scheint sich heute alles gegen uns verschworen zu haben. Aber dafür segeln wir so wunderbar. Mit guten 6 Knoten. Hoch am Wind. Macht richtig Spaß eigentlich. Wenn es nur 5 Grad wärmer wäre, die Sonne scheinen würde, na, dann wäre doch alles in Ordnung. Aber segeln ist nun mal kein Wunschkonzert. Wir nehmen es, wie es kommt.